Richtung Süden blickend verläuft die Ems. Schaut man Richtung Norden, erscheint der Mommeländer Ortsteil Oldersum. Und dazwischen liegt seit über 100 Jahren eine Werft. Die Julius-Dietrich-Schiffswerft ist entstanden 1926, und zwar gab es im Jahre 1917 eine Kaufmannstruppe aus dem Ruhrgebiet, die brauchte hier eine Werft für ihre Schiffe. Das waren vornehmlich Tanker, und die ersten 9 Jahre ging das wohl gut mit der Werft, und 1926 war sie Konkurs und wurde verkauft an Julius-Dietrich, und seitdem war die in Familienhand. Im Laufe ihrer Geschichte gab es mal gute und schlechte Zeiten. Zu den schlechten gehörte eine Insolvenz vor 22 Jahren. Mit neuen Eigentümern und altem Namen läuft der Betrieb aber heute wieder. Ein Schwerpunkt liegt bisher auf Wartungs- und Reparaturaufgaben. Jens Schädler ist hier seit 15 Jahren der Geschäftsführer. Der 59-Jährige hat Pläne mit der Werft. Mein Schwerpunkt sehe ich da über, sag ich mal, eine gewisse schiffbauliche Kompetenz so weit zu kommen, dass wir hier in der Lage sind, neue Dinge zu fertigen, das heißt Neubauten zu machen oder eben spezielle Umbauten zu machen. Ich sehe da eine große Chance am Markt. Die Lage in Oldersum ist da natürlich von Vorteil. Ja, die Ems bedeutet für uns, dass die Schiffe zu uns kommen können. Wir haben hier schon ein Problem, dass wir 2 Sieltore haben, die wir nicht selbstständig oder unter unserer Kontrolle haben. Das heißt, wir arbeiten hier stark mit dem Wasserverband zusammen. Es liegt im Idealfall immer ein Schiff auf der Helling, an dem gerade gearbeitet wird. Nur 50 Meter weiter sind dann aber schon die Wohnhäuser des Ortes. Ein Problem? Wir sind ja letztendlich auch hier im Ort mit Sicherheit als Krachmacher bekannt, und ich habe nicht den Eindruck, dass wir hier dadurch Probleme haben, wenn wir uns an die Spielregeln halten, und ich meine, dass man ganz happy damit ist, dass wir hier sind. Und gerade ist wieder ein Schiff fertig. Die Marita wird bereit gemacht, das Oldersumer Sieltief Richtung Ems zu verlassen.